Everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I would shine, I'm on now. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal einen weiteren GIF Cars to Fans Glitch. Dieser Glitch ist sehr, sehr einfach. Der einfachste, den ich kenne. Wenn ihr das anders seht, dann tut's mir leid. Aber ich finde, es ist der einfachste. Was ihr braucht, ist eine MOC. Dann braucht ihr zwei Sunchest. Eine in der mobilen Kommandozentrale mit dem Fahrzeuglagerstellplatz. Könnt ihr alles bei Warstock Cash and Carry kaufen. Und eine Sunchest benötigt ihr dann auch noch. Die könnt ihr dann hinpacken, wo ihr wollt, halt außer auf den Stellplatz von der mobilen Kommandozentrale. Und dann braucht ihr noch einen Kollegen mit dem Auto, was ihr haben wollt. Und das ist jetzt eigentlich soweit gewesen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, werde ich das auf jeden Fall gleich nochmal erwähnen. Aber fürs Erste geht ihr dann einfach in eine beziehungsweise in den Story-Modus und dann sehen wir uns gleich im Story-Modus. Ihr seid im Story-Modus angekommen, dann drückt ihr Options. Dann guckt ihr erstmal, ob ihr im freien Zielen seid. Wenn nicht, ändert ihr das unter Einstellungen, Steuerung und bei dem Zielmodus packt ihr da einfach freies Zielen rein. Und dann geht ihr erstmal, am besten wie ich es mache, in eine Freundessitzung. Ich bin jetzt erstmal in den Editor gegangen. Ich will mir das angewöhnen, ich finde das einfach besser. Und ja, vom Editor, wenn ihr das so macht wie ich, geht ihr einfach in eine Freundessitzung. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich in dieser Sitzung. Ihr seid in der Sitzung angekommen. Dann geht ihr einfach, solltet ihr in einem Gebäude sein, schnappt ihr euch ein Auto, geht dann raus und dann begibt ihr euch zum Casino. Und da würde ich mal sagen, ich nehme jetzt hier mein Benz. Ich habe den halt vom Bones nachgemacht. So, ich habe das so gut es geht versucht nachzumachen. Aber ja, mir gefällt's. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal zum Casino. Und würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich am Casino. Ihr seid dann nun auch am Casino. Dann öffnet ihr jetzt Interaktionsmenü, geht zum Spawnpunkt. Und dann macht ihr das da auf letzter Ort. Ihr habt das Ganze gemacht, dann könnt ihr euch mit dem Interaktionsmenü da bei dich selbst umbringen, erstmal umbringen oder ihr wechselt das Outfit. Ihr geht dann zurück in den Editor und wartet, bis ihr da reingeladen werdet. Ihr seid im Editor, dann geht ihr auf zurück zu Grand Theft Auto, dann drückt ihr einfach die Options-Taste, dann guckt ihr nochmal unter den Einstellungen und bei der Steuerung, ob ihr noch im Freizieren seid, dann geht ihr auf Online, geht ihr online spielen, Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Ihr müsst das dann jetzt gleich spammen, dann drückt ihr einmal X und dann spammt ihr das jetzt die ganze Zeit durch. Es geht nämlich hier um eine Meldung, die ihr hier auch sehen werdet, da kam sie kurz, die müsst ihr auch annehmen und jetzt könnt ihr auch schon aufhören zu spammen. Dann wartet ihr erstmal, bis ihr in die Sitzung reingeladen werdet. Ihr seid dann auch wieder in einer Sitzung gespawnt, beziehungsweise in der Einladesitzung. Dann werdet ihr auch schon sehen, dass das Casino aus dem Story-Modus, das kennt vielleicht noch der ein oder andere von PS3, oder auch bevor das Casino-DLC rauskam. Das kennt eventuell einer noch, dieses Casino. Aber es ist das Casino aus dem Story-Modus. Das ist jetzt aber auch egal. Dafür sind wir, beziehungsweise ihr habt dafür nicht eingeschaltet. Ich zeige euch zwar nochmal, wie verbuggt hier alles ist. Ihr fordert aber jetzt eure mobile Kommandozentrale an. Und dann ladet ihr euren Kollegen ein, der euch das Auto gibt. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich,
wenn ich meinen Kollegen hier eingeladen habe. Hier seht ihr auch schon das Auto, was er mir geben wird. Ihr müsst auch jetzt hier eure Sunchest holen. Ihr habt eure Sunchest geholt, dann begibt ihr euch an eure MOC. Dann drückt ihr die Pfeiltaste nach rechts und dann drückt ihr einfach nur X. Und dann lasst ihr dieses Auto einfach überschreiben. Ihr werdet dann einen sehr langen Blackscreen haben. Den werde ich hier jetzt ein bisschen vorspulen. Und dann müsst ihr gleich einfach nur noch das Interaktionsmenü öffnen und darüber Selbstmord machen. Nach einer kleinen Zeit im Blackscreen öffnet ihr einfach das Interaktionsmenü, egal wie es hier aussieht, einfach Interaktionsmenü, dich selber umbringen. Einfach zweimal die Pfeiltaste nach oben drücken und dann bringt ihr euch erstmal um. Dann wartet ihr erstmal, bis ihr wieder gespawnt seid. Ich werde euch das Ganze hier jetzt vorspulen. Ich bin dann in die MOC gelaufen, hier werdet ihr sehen, ich habe eine doppelte MOC, die andere ist nämlich offen. Ihr fahrt diese MOC hier einfach weg, die originale. Und ja, hier zeige ich auf jeden Fall nochmal, hier ist alles offen. Ihr steigt dann in die Karre von eurem Kollegen ein. Euer Kollege ladet euch jetzt in seine eigene MOC ein. Und ja, hier ist es die Karre, das vom Crazy Mods. Crazy, Grüße gehen raus an dich, wenn du das siehst. Baba Karre, die du gemoddet hast, aber Leon Warlon gibt sie mir. Ihr fahrt jetzt hier hin, an diesem Punkt, von eurer MOC. Ganz wichtig, es muss eure sein. Die dürft es nicht vertauschen, das ist mir nämlich schon vorhin passiert. Und da wartet ihr auf jeden Fall, bis ihr eingeladen werdet und diese Einladung, die ihr dann hier gleich bekommen werdet, nehmt ihr einfach mit X an. Ich öffne hier schon das Handy, mache erstmal alles leer so und ja, das ist die Einladung, da geht ihr jetzt mit X rein. Ihr werdet einen längeren Blackstream bekommen, dieser Blackstream wird jetzt auch ein bisschen vorgespult und dann spawnt ihr gleich wieder. Wenn ihr dann aus dem Blackscreen raus seid, das ist ganz wichtig, ihr dürft nicht aussteigen. Ihr müsst dann einfach nur noch im Auto sitzen bleiben und warten, bis ihr einen erneuten Blackscreen bekommt. Ich bin an der Stelle gespawnt, laufe jetzt weit weg. Ich will das Auto ja nicht kaputt machen. Und dann sprenge ich mich einfach mit einem Raketenwerfer in die Luft. Ihr könnt euch umbringen, wie ihr wollt, aber steigt aus dem Auto aus. Und ja, das wäre es eigentlich mit diesem Video gewesen. Ihr könnt das Ganze wiederholen. Ihr müsst nicht nochmal diesen Glitch hier machen, damit ihr dieses Casino habt. Ihr könnt die Vorgänge, die ich hier gerade gezeigt habe, so nochmal wiederholen. Heißt, ihr dupliziert quasi nochmal diese MOC, so wie ich das vorhin gezeigt habe. Und dann macht ihr den normalen GIF-Cars hier, wie ich das hier auch gerade gezeigt habe. Und dann wäre es das mit diesem Glitch eigentlich gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Teilt das Video jetzt noch mit euren Freunden. Aktiviert auch die Glocke. Kommt auch gerne auf meinen Discord. Das war's von mir. Wiederschauen und tschüss. Awesome.